Hallo Leute, herzlich willkommen auf Fettsack probiert. Mein Name ist Ivanjo und Leute, heute wird's geil. Ich freue mich drauf. Darauf habe ich monatelang gewartet und heute können wir es endlich probieren. Und zwar, es gibt neue Sorten, Leute, von VitaVate. So nenne ich es, weil ich halt einfach einen absoluten Sprachfehler habe. Aber ihr habt mich schon korrigiert, es heißt ja VitaWelt. Und zwar Elias Nährlich. Sydney, oh scheiße, Nachname. Waker, glaube ich. Das so in die Richtung war es. Sydney Wakes oder irgendwie so in die Richtung war so Instagram, ich weiß nicht ganz genau. Und Niklas Wilson. Die drei kennen ihr natürlich, ne? Also Ellie, Willi und Sydney, die haben ja ein Getränk rausgebracht. Vor ungefähr einem Jahr ist das schon her, ne? Und das war VitaWelt. Das war halt dann drei Geschmackssorten, Wassermelone, Zitrone, Pfirsich und Himbeere. Und ich habe die damals probiert. Ich fand es lecker, das war ein Vitaminwasser. Also einfach nur ja, Wasser mit bisschen Geschmack, sage ich mal. Und je nachdem, wie der Geschmack besser ausgeprägt war, hat es mir auch besser geschmeckt. Ich weiß, welche Zitrone, glaube ich, nicht so gefeiert habe, aber ich fand Pfirsich zum Beispiel ganz nice. Und die neue Sorte, die kam auch noch raus vor ein paar Monaten, das war Apfel. Oh, die war geil. Also Apfel ist meine Lieblingssorte. Aber jetzt haben die Jungs was komplett Neues gemacht. Immer noch VitaWelt. Allerdings hat die Firma sich an mich gerichtet. Weißt du, die hat gesagt, ey, ne, Ivanjo, pass auf, wir wissen, du magst Tee. Ne, wisst ihr ja alle, ich liebe meinen Pfefferminztee. Und da haben die gesagt, ey, wir machen jetzt einen richtig geilen Scheiß. Und zwar haben die jetzt, man könnte sagen, Tee rausgebracht, aber natürlich keinen heißen Tee, sondern eher, also ich weiß nicht, ob es so in Richtung Eistee geht, werden wir heute auf jeden Fall erkunden. Es gibt auch mal drei neue Sorten, so gesagt, Kaktusfeige, Meerfrucht, nicht Meeresfrucht, oder? Ich bin nicht ganz sicher, werden sonst noch gleich alles sehen, aber ich kann nicht so auswendig. Und Hibiscus oder so heißt das. Also ich bin selber einfach mal gespannt drauf, was es passieren wird. Ne? Also die drei Sorten kamen jetzt raus. Ich wollte die schon länger testen. Die haben es eigentlich ganz gut gemacht. Die haben es nur im Shop angeboten. Ne? Aber ich bin halt einer, ich bin ein Jäger. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe gerne auf die Straßen, guck mir an, wo, ja, Supermarkt hier und da und greife es gerne und probiere es gerne. Ihr werdet heute, ne, auch wenn ich jetzt mittlerweile Ellie, Sydney und Willi kennengelernt habe auf dem Basketball-Event, ne, dazu später noch mehr, werdet ihr ehrlich Meinung kriegen. Wenn scheiße schmeckt oder wenn es nicht gut schmeckt, werde ich es natürlich immer sagen. Letztes Jahr habe ich auch gesagt, die zwei Sorten haben mir nicht gefallen und die zwei waren nicht gut. Und Ellie auch eben, war nicht irgendwie traurig oder sauer. So, weil ich finde, ehrliches Feedback ist mal das Wichtigste. Auch wenn ich mir vielleicht ein oder anderes Mal deswegen was versaut habe. Aber eher bei Dönermännern. Ey, Dönermänner sind echt manchmal, die können keine Kritik manchmal. Oh, endlich gefunden, Alter. Kaktusfeige, Meerfruchtvanille und Pfirsich. Und in diesem Kiosk habe ich sogar noch Hibiscus gefunden. Ich freue mich, Leute. Ich habe es wirklich geschafft, alle vier Sorten zu besorgen. Weil ich schwöre, sonst ist immer so ein Ding, dass es nie richtig klappt. Aber jetzt haben wir wirklich alle vier. Und zwar haben wir einmal Meerfruchtvanille. Ah, und ich sag Meeresfrucht. Ja, Digga. Sollen wir so Meeresfrüchte-Pizza rausbringen würden? Oh Gott, das war richtig ekelhaft. Ne? Seid so welche. Weil wenn ich Pizza esse, Leute, dann sollte es schon lecker Thunfisch sein. Es gibt ja auch einige, die essen Meeresfrucht. Finde ich echt, oder Meeresfrüchte, finde ich wahnsinnig widerlich. Dann Pfirsich. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pfirsich kam jetzt ja schon, glaube ich, als eine der anderen vier Sorten. Aber das ist ja ganz anders gemacht. Und zwar steht hier auch immer direkt gebrüht. Also schätze ich mal, die haben einfach Tee gebrüht, da in der Flasche, sage ich mal, abgefüllt. Hier steht ja auch weniger Zucker. Also denen geht es auch schon darum, irgendwie nochmal dieses Healthy-Ding zu machen. Also weniger Zucker. Davor war es ja auch Vitaminwasser. Also eher auch ein bisschen auf Sport bezogen und so weiter und so fort. Ist ja auch deren Ding. Die machen ja auch viel über Fußball und alles Mögliche. Und ne, da habe ich mich sehr gerade gefreut, weil ich dachte, okay, ne, drei Sorten, besser als keine Sorten. Weil Kaktusfeige finde ich auch wild. Kaktusfeige rauszubringen. Das sind alles, sage ich mal, nicht so typische Sorten, die man erwartet. Aber, ne, ich habe es bekommen, Leute. Bei einem Kiosk, so übel random, stand da einfach VitaWelt und zwar Hibiscus. Hibiscus, also diese Pflanze, sage ich mal. Geschmack, hier steht halt sehr oft halt direkt gebrüht, ne, Kalorien und Zucker. Du hast 3,8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Und wie viel Milliliter hat das Ding? 0,5. Ja, sage ich auch noch. Klar, ist mehr auf jeden Fall als beim VitaWelt. Da hat es ja kaum Kalorien drin. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ist auch natürlich auch eher auf den Tee bezogen. Vielleicht so eine leichte Eistee-Richtung würde ich... Also kann ich sagen, wir gucken mal gleich vom Geschmack, wie es ist. Aber halt trotzdem noch gesünder. Die meiste Sorte, die mich jetzt überrascht, ist Kaktusfeige. Auch vom Design her können wir kurz mal bewerten. Ich sag ehrlich, haben die schön gemacht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Allerdings haben sie das VitaWelt beibehalten, das Schwarze. Und natürlich mit den Sachen, die drei drin sind, wie Kaktusfeige zum Beispiel. Okay, komm, rein in den Mund des dicken Jungen. Wow. Das duftet auf jeden Fall. Oh nein, 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 Moment, Leute. Ich habe was total vergessen. Jetzt können wir ordentlich probieren. Man muss ja wirklich auch mit Klasse, ne, das VitaWelt probieren. Ab Moment, es fehlt immer noch eine kleine Sache. Wirklich, um es komplett abzurunden, ne, habe ich natürlich noch... Oh. Sieht aus wie so eine Weißweinschorle. Und das, ne, das können wir, jetzt können wir auch nicht probieren. Ne? Beim Essen, ne, was sollen wir machen? Aber wenn wir schon Essenstests machen, aber ich muss... Aber trinken können wir schön ein geiles Weinglas nehmen. Kaktusfeige, ne? Ich muss sagen, was ich gut finde, es ist richtig erfrischend. Es ist nicht so ein, ich hau dir in die Fresse Geschmack, aber du spürst ihn schon. Es ist, ich würde sogar sagen, es ist gar nicht so wirklich Eistee, weil dafür jetzt gefühlt irgendwie zu wenig Zucker. Boah, ich schwör's euch, Digga, kalt schmeckt es echt nochmal besser, ne? Ey, diese Eiswürfel, der Eiswürfel macht, das war eine gute Idee, den zu kaufen. Aber es schmeckt mir wirklich gut. Es schmeckt erfrischend, es schmeckt auch irgendwie ein bisschen fruchtig.
Es ist ein leichter Kaktusgeschmack, der so ein bisschen in deinem Mund noch im Nachgang, also jetzt, obwohl es jetzt ein bisschen erst, ich getrunken habe, immer noch da bleibt. Es ist schön erfrischt. Trotzdem bewerte ich einfach jeden. Ich mache jetzt keine von 1 bis 10 Wert. Bin ich irgendwie schwer, auch mit Getränken alles zu machen. Machen wir einfach klassisch. Würde ich das nochmal kaufen? Ja oder nein? Ja, würde ich. Darüber finde ich es erfrischend genug. Darüber finde ich es auch lecker genug. Kommen wir zu einem Geschmack, der natürlich sehr gerne gesehen wird bei Eistee, bei jeder Art von allen möglichen, was Getränke angeht. Pfirsich. Die ewige Diskussion Zitrone gegen Pfirsich. Also ich bin ein Zitronenjunge. Liegt aber daran, dass damals auf dem Fußballplatz immer nur Zitrone gekauft worden ist. Dieser 45 Cent Billig-Eistee wurde immer sich Zitrone richtig reingesoffen. Und jetzt gönnen wir uns den aufgebrühten Tee von Vita Welt. Allerdings mit Pfirsichgeschmack. Lass ein bisschen rotieren, als ob wir so ein richtiger Weinkenner sind. Gott, ey, jetzt mal ehrlich, wie kann man so ein Weinmensch sein? Dass man wirklich so riecht, so. Und dann so, oh ja, ja, das ist Note 3, 1837 wurde der gebrüht. Aber ja, gucken wir mal. Es ist nicht das, was man erwartet. Wenn ich Pfirsich im Kopf höre, denke ich direkt irgendwie an so Pfirsich-Eistee. Aber er ist überhaupt nicht zuckerig. Also du hast nicht diesen Zuckerschockgeschmack. Und das wollen die ja auch gar nicht. Von dem muss man wirklich im Kopf ein bisschen verabschieden, damit man sich besser darauf einlassen kann. Ich fühle mich mit diesem Weinglas, als ob ich wirklich irgendwie ein Kenner wäre. Als ob ich so eine 80er-Party wäre und dann so, ja, Jordan, ein paar Bilder haben wir uns gestern gekauft, ne, mit Maurice hier. Nein, aber ich muss sagen, gefällt mir. Allerdings schlechter, finde ich, als Kaktusfeige. Weil Kaktusfeige war irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Geschmack, den ich auch nicht so richtig greifen konnte, wisst ihr? Weil Pfirsich ist halt so allweltbekannt, so, ah, der Pfirsich. Und dann vergleichst du es unterbewusst in deinem Kopf mit dem, ah, und dem und dem. Und Kaktus gefällt mir einfach besser. Wahrscheinlich, weil es einfach was Neueres ist und ein bisschen mehr Geschmack irgendwie hatte. Und die nächsten zwei Sorten, die hier noch übrig sind, oh, das wird interessant. Meerfrucht, Vanille oder Hibiscus. Oh, schade, dass ich nicht streame, da könnte ich abstimmen, was ich zuerst trinken. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal Meerfrucht nehmen, weil ich finde, Hibiscus sieht am interessantesten aus. Hibiscus, ich spreche das so falsch aus. Das heißt nicht Hibiscus, das heißt Hibiscus. Hibiscus, hört sich ja auch irgendwie geil an. Und ich habe ja schon angedeutet, Leute, dass ich mit Ellie jetzt mal oder mit Sydney oder auch mit Niklas in echt gesprochen habe. Und ja, ich muss sagen, ganz entspannter Typ, der Spaß macht, mit denen ein Gespräch, sage ich mal, zu führen. Das Coole ist, was vielleicht, das kann ich ja schon mal ein bisschen leicht sagen, vielleicht sich in Zukunft ergeben wird. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr guter Wettesser. Und eventuell ergibt sich da was mit Ellie. Ellie hat ja seinen Kollegen Ader, der auch ein extrem kranker Wettesser ist. Und eventuell gibt es ja vielleicht ein Battle in Zukunft. Mal schauen, ne? Wie sich das alles dann ergibt. Weil das wäre sehr, sehr nice, ne? Dann könnt ihr in Zukunft auch mal ein Wettessen von mir und Ader bzw. Ellie dann irgendwo auch sehen. Aber lasst euch überraschen, was kommen wird. Ich gucke erstmal jetzt, wie die Meerfrucht-Vanille Wow! Der schmeckt ja komplett anders. Also, das ist mal ein komplett neuer Geschmack, den ich noch gar nicht kannte. Im Nachgang spüre ich da die Vanillenote. Mysteriös. Also, das ist mal ein ganz anderer Geschmack, den ich noch nie richtig im Mund hatte. Ich hatte ja schon vieles im Mund, aber den Geschmack habe ich noch nie im Mund gehabt. Der hebt sich auch komplett ab von den anderen, muss ich sagen. Der schmeckt ganz, ganz anders. Wie kann ich es euch beschreiben? Also du hast einen sehr starken Vanillegeschmack im Nachgang. Du darfst dich bei denen, kannst du dich echt nicht beschweren, dass du zu wenig spürst. Aber ich muss echt sagen, das hat mich erstmal komplett geschockt. Der erste Schluck davon, weil es wirklich sehr anders ist. Es ist aber wieder, genau was mich freut, wie Kaktusfeige, irgendwie sehr erfrischend. Du packst in den Mund, kleine Eiswürfel jetzt nochmal drin und so. Aber es löst was in dir aus, vor allem auch bei mir. Finde ich immer das Geile, was Neues zu testen, was Neues mal zu schmecken und sich mal was zu trauen, anstatt immer die gleichen Sorten zu machen. Und Kaktusfeige oder Meerfrucht-Vanille ist mal was Neues, würde ich sagen. Und das finde ich gut. Sogar dem, ne? Obwohl es ein bisschen specialiger schmeckt, würde ich trotzdem ein Go geben. Aber immer noch Kaktusfeige, ich hätte es nicht gedacht, immer noch Platz 1. Lustigerweise meinte auch ein Kollege zu mir so, ja, Kaktusfeige ist bestimmt krass, weil der guckt sehr gerne Ellie Geller. Und der hat recht gehabt. Ja, es stimmt halt einfach. Der Kaktusfeige ist jetzt mal wirklich sehr, sehr stark. Weil, und was ich auch allgemein schon mal sagen kann, was ich gut finde, es sind wirklich verschiedene Sorten und nicht immer derselbe typische Scheiß. Ich finde es aber cool, weil ich mag Tee. Wow! Ich mag Tee, wenn er auf jeden Fall eigentlich eher warm ist. Ich trinke ja sehr gerne meinen Pfefferminztee. Habe auch nichts gegen Eistee. Und das ist ja irgendwie so eine Mischung. Es ist kein, also es ist Tee, ne, aber halt auch nicht warm, sondern eher in Richtung, sollte man kalt trinken. Aber dafür hast du halt, sag ich mal, sehr specialige Geschmäcker, die eher so kühl an einen Eistee erinnern. Da haben sie sich auf jeden Fall was ausgedacht. Boah, sieht auch irgendwie schon geil aus, ne? Wie so ein Aperol Spritz oder wie so ein richtiger Wein. Ich bin so absolut kein Alkoholiker, wisst ihr, ich trinke nie Alkohol, deswegen kann ich mich gar nicht damit richtig vergleichen. Aber ich habe nochmal einen Eiswürfel jetzt nachgelegt, damit es nochmal schön noch ein bisschen kälter wird, weil ich empfehle euch jetzt schon mal die Dinger, Vita Welt, sollte man schon kälter trinken. Es ist halt einfach nochmal ein geileres Feeling, vor allem jetzt im Sommer, wo es auch wärmer wird und so. Okay, der hat nicht so einen Duft. Ey, Kaktusfeige, krass, dass Kaktusfeige so überzeugt hat. Ich dachte irgendwie, okay, ne, vielleicht kommen nochmal krassere Sorten. Aber bis jetzt Kaktusfeige fand ich war am stärksten. Kaktusfeige hat mich jetzt am meisten überzeugt. Den würde ich wirklich direkt neu kaufen. Komm, Hibiscus, was hast du auf Lager für uns? Digga, Eiswürfel verschluckt fast. Da ist noch keine Eiswürfel übrig. Nee, der gefällt mir gar nicht. Oh, scheiße, sorry, der gefällt mir gar nicht. Nee, sorry, ich probiere gerade. Weißt du, ich bin ja so ein Mensch, ne? Klar, ne, man will seinen Influencer-Kollegen, sag ich mal, auch nicht runterreden, so, aber. Oder schlecht reden oder hier und da, aber ich muss auch ehrlich sein, den fühle ich gar nicht, Digga. Also ich will so.
Digga, als ob ich so eine Pflanze lecke. Ich kann den Geschmack wirklich nicht richtig einordnen. Es ist aber auch nicht komplett scheiße oder so. Ne? Es ist aber irgendwie, nee, Mann, es ist viel zu schwach. Ich schmecke irgendwie gefühlt nur halb Wasser so. Das ist halt wirklich der Schwächste bis jetzt. Oh, leider Hibiriusz! Hibiriusz habe ich wirklich gar nicht überzeugt, aber Hibiriusz war wirklich viel zu schwach. Zu schwacher Geschmack, sage ich mal. Zu kommt irgendwie auch nicht so ein, okay, geil, so weißt du, bei diesem Meeresding, bei Meerfrucht war es irgendwie so, okay, hey, ne, wir haben hier was komplett eigenes, geil, und der knallt ja voll in die Fresse, weil der war wirklich ein sehr präsenter Geschmack. Hier allerdings schmeckt es irgendwie halb nach Wasser, halb nach Blume. Hm, weiß ich nicht, so, ich will ja keine Rose essen, aber irgendwie, es ist auch nicht kacke oder so, aber irgendwie, es ist mir zu low. Das ist mir wirklich zu low. Da hätte ich mir gefühlt die Geschmacksverstärker gewünscht. Nein, aber irgendwas, weiß ich nicht. Hibiriusz kriegt mich nicht. Tut mir leid, Ellie. Ja, tut mir leid, Sydney. Tut mir leid, Willi. Ja, ich will euch das Herz nicht brechen, aber der ist echt nicht. Den fühle ich halt echt. Kaktusfeige fand ich am besten. Ich habe auch gefühlt Kaktusfeige am meisten getrunken. Hibiriusz, leider. Hibiriusz und ich, das wird leider nicht. Naja, trotzdem, ne, ich muss ganz ehrlich sagen, Vitawelt hat was Cooles wieder auf den Markt gebracht. Ich finde es immer gut, ne. Die bringen da irgendwie keine Kacke rein. Die wollen sich wirklich da was überlegen, was Neues reinbringen. Und das macht auch Spaß. Mal gucken, mal im Zug, was kommt, Leute. Lasst euch überraschen, ne. Bin immer bereit, Sachen zu testen, Sachen zu machen und auch mein Wettessen können unter Beweis zu stellen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.